Jahr Kakerlaken, dieses Jahr Agenten. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Ja, wir müssen uns immer wieder was Neues einfallen lassen, was wir hier zeigen, was natürlich auch medienwirksam ist. Dieses Spiel stellen wir vor auf der Messe als Neuheit. Das erste Spiel, was durch eine App besteuert wird. Dann haben wir Herrn Lichtenstein gefragt, ob er unseren Agenten spielt. Und was liegt da näher, als es dann auch hier zu präsentieren als Neuheit? Kamen Sie über Herrn Lichtenstein auf die Agenten oder über die Agenten auf Herrn Lichtenstein? Ja, ich sag mal, das ist alles parallel gelaufen. Auf der einen Seite, wir hatten einen sehr guten Illustrator, der eine sehr hohe Ähnlichkeit eines der Agenten mit Herrn Lichtenstein hergestellt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, es wäre doch perfekt, wenn wir Herrn Lichtenstein dafür engagieren würden, das Spiel hier zu präsentieren. Und er hat ja gesagt und von daher war das also so eine Symbiose zwischen Spiel, Herrn Lichtenstein, Berlin und alles, was da so mal stattfindet. Ich sehe jetzt hier eine Dekoration mit Ferngläsern, Big City, Hubschrauber. Um was geht es in dem Spiel? In dem Spiel geht es im Grunde genommen darum, dass man über eine App gesteuert eine Wegeführung hat, wo man vorher nicht weiß, wer ist denn der Spion, wer ist der Agent und man muss durch die Welt reisen, man hat verschiedene Vehikel mit Flugzeug, mit Auto oder sonst was, um von A nach B zu kommen und dann den Spion und den Agenten zu entschlüsseln. Jetzt sagen Sie App und Kinder. Ich bin in meinem Alter noch nicht ganz so App-affin. Wie alt ist man denn heute, um schon ein App-Spiel zu spielen? Wir sind natürlich hier schon mehr in dem Familienbereich als in dem Kinderbereich. Also wir sind hier ein klassisches Familienspiel, aber die App ist natürlich schon ein Produkt, was viel früher an die Kinder herangetragen wird, als es mal vor 10, 15 oder 20 Jahren war. Also die Kinder lernen heute schon mit Apps umzugehen, lernen mit dem iPad umzugehen, dort zu spielen. Von daher dort diese Verbindung zu schaffen, macht schon sehr viel Sinn. Und für uns war das Thema App sehr, sehr wichtig, dass wir ein Produkt entwickeln, was eben nicht so ist, was man auch mit Karten oder mit anderen Spielmechanismen lösen kann, sondern die Apps sind komplett versteckt. Keiner weiß, was aus der App rauskommt, wer denn eigentlich der Spion ist. Und dadurch sehen wir ja dort eine sehr gute Symbiose zwischen den beiden Produkten. Wo geht es vom Alter her los? Es geht schon bei den 7-, 8-Jährigen los und von daher, ich sag mal, die werden dann ein bisschen geführt, noch durch die Familie, aber es geht dann 8, 9 und aufwärts. Und ich spiele es dann am besten am Computer, am Tablet, am iPhone oder am Smartphone? Sie spielen es eigentlich in der Kombination des Handhelds. Das kann ein Pad sein, das kann aber auch das Telefon sein, wo halt Ihre App drauf funktioniert, sowohl iOS wie auch Android. Und dann spielen Sie das zusammen mit dem Brettspiel. Also Sie sitzen nicht vor dem Computer, Sie sitzen am Spieltisch und das ist ja für uns ganz wichtig, die Kombination der Kommunikation auch in der Familie und am Spieltisch und Sie nutzen im Grunde genommen die App dafür, um Richtungen zu geben, was Sie tun müssen und so weiter und so fort. Dafür ist die App halt da. Wie läuft da die Genese, die Entwicklung von so einer Idee ab? Ist es so, dass ihr euch zusammen trefft mit dem ganzen Kreativteam und Brainstorming erstmal macht? Was macht man im nächsten Jahr? Oder kommt da einer mit einer fixen Idee oder macht ihr eine Ausschreibung? Oder wie läuft das eigentlich ab dann? Ja, also wir bekommen in den Verlag ca. 1500 bis 1800 Spielevorschläge jedes Jahr. Einfach so einmal, von Amateuren? Oder? Genau, die werden entweder von Amateuren oder von Profis zugeschickt. Mhm. Es gibt viele Termine, die unser Produktmanagement auch auf den Messen hat. Das Produkt kommt aus Amerika. Dort hat das Produktmanagement sich mit einem Amerikaner oder mit einem amerikanischen Spielererfinder getroffen. Der hat den Prototypen vorgestellt und wir haben da im Grunde genommen sofort ein Potenzial drin gesehen und gehen dann natürlich in Verbindung mit den Entwicklern her, versuchen das so konkret wie möglich zu machen und immer wieder zu optimieren. Das wird in mehreren Runden gespielt, getestet und wieder gemacht und dann kommt irgendwann halt ein fertiges Produkt raus. Schon die Idee für nächstes Jahr? Lassen Sie uns mal erst das verkaufen und dann sehen wir auch nächstes Jahr. Aber wir werden nächstes Jahr hier wieder was Überraschendes bringen, wieder was anderes. Ob das jetzt die Kakerlake ist, der Agent ist, vielleicht kommen wir nächstes Jahr mit was ganz anderem. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss.